Moin und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Part 15. Heute sind wir hier mit Tiny Kong unterwegs zu Candy, die vielleicht auch Interesse ans weibliche Geschlecht zeigt, wer weiß. Für nur 3 Münzen bringe ich dir ein Instrument bei und so. Oh, Sabotage-Saxophon! Yeah, das Saxophon aus Sachsen, also auch Saxophon genannt. Yeah! Komm näher, Tiny, ich zeige dir, wie man mit dem Instrument umgeht. Halte Z gedrückt und wenn du erwachsen bist, können wir ja zusammen ein paar Männerbild machen. Oh mein Gott, Candy, lass doch mal die kleine Tiny in Ruhe hier. Was ist los mit dir? Und wir flattern hier einfach rüber, wir konnten das doch irgendwo doch schon direkt benutzen. Ich frag mich nur, wo das nochmal war. Ist das hier eigentlich der Lama-Tempel? Ich weiß es nicht. Irgendwo war doch irgendwas. Mit Lanky kann man da irgendwie was hinten machen oder so, hieß es. Das sollte ich mal genauer begutachten. Oder meinten die in dem Lama-Tempel drinne? Ich weiß es nicht. Hui! So, warte mal, ich muss mal den genauer beobachten. Kommt man denn da rein? Nochmal. Hä? Ach so, das war das mit dem Abknallen hier, ne? Nee. Hä? Doch, das war das. Ich hab's gerade gesehen. Hier so? Jo. Da müssen wir nochmal ordentlich gucken. Und zwar da, wo das war mit dem Musikinstrument, wo ich dachte, das wäre Lankys. Aber das war gar nicht Lankys. Merkwürdig. Wir finden es heraus. Wir finden es heraus, Leute. Laufen durch die Höhle. Verprügeln ein paar Hundodile. Dogodil. Krokodog. Das ist der Krokodog. Krokodog. Was willst du mal? Du bist dann auf dem Hintern. Du kriegst intern einen auf einen hinteren. So, wir finden das. Ah, das ist davor. Yes, to the stress. So, Tiny, you know what to do. Yeah. Spiel es uns. Du bist so jazzig. Du solltest eigentlich Jasmine heißen. Ah! Kreisch! Was glaubst du, was ich bin, hä? Vielleicht ein Adler? Du bist mir viel zu schwer, Tiny. Entschuldige, ich werde mich ja schon dünner machen. Was glaubst du, was ich bin, ein Adler? Nein, aber du sahst von Weitem so fett aus. Entschuldigung. Dann springen wir hier. Die Treppen sind extra abgeschrägt, damit man da auch als Kleine raufkommt und nicht immer springen muss. So, jetzt. Oh, es wäre viel cooler gewesen, wenn der jetzt so einen höheren Ton gemacht hätte. Jawoll! Kreisch, halt dich fest! Los geht's, Quack! Warum dauert das so lange? Oh ja, dreh doch ein paar Runden. Bring mich einfach aufs Dach, Mann, und gut ist. Jawoll! Ich dachte, ich muss was drücken. Ich habe gedrückt, aber ich glaube, das war's nicht. Was bist du denn? Oh, ist es Tiny? Okay. Wenn du Rutschparty schneller bist und 50 Münzen sammelst, überlasse ich dir eine goldene Banane. Benutze den Stick, um zu steuern. Nach vorne, um zu beschleunigen und nach hinten, um abzubremsen. Drücke A, um zu springen. Okay, los. Was ist... Hey, du Arsch. Das war geschummelt hier, du. Zeig dir mal was. Boah, das ist nicht runterfallen, das wäre nicht so... Oh nein! Okay, nochmal. Pech gehabt. Dankeschön. Oh, da ist doch die Banane. Bleib einfach stehen und spring da hoch. 50 von diesen Münzen muss ich sammeln dabei. Oh, das ist schwieriger, als es aussieht, Leute. Ja, schummelt aber auch hart zu Beginn. Ey, wenn er mich berührt, dann verliere ich Münzen. Das ist aber nicht ganz nett von dir. Oh, das Knappung. Lass mich in Ruhe.
Lass mich! Ey, man verliert diese Münzen. Das ist ja voll schwer. Ach, scheiße. Ich habe den falschen Weg gewählt. Na gut, man muss es ja auch erstmal kennenlernen, ne? Leute, letzter waren zwei noch mehr mitmachen als wir beide. Ja, ja, chill, chill, chill. Geh los, das ist voll schwer, Mann. Krass. Endlich mal Spiele, die wieder schwer sind, ey. Nicht so wie heutzutage. Achso, man muss auch nochmal laufen. Das tut mir leid. Wirklich einfach überspringen. Nein, ich bin zu dumm. Hey, du bist weg. Das schreit nach Cut. Ich kann ja nicht die ganze Zeit schnell bleiben bei diesen. Was für ein Arschloch. Wieso klaut er mir die Dings? Ich hab keinen Bock, mich mit dir zu kuscheln, aber du bist immer im Weg. Du fährst hier, machst dich voll breit in der Mitte hier. Krass. Ach, du nervst, ehrlich. So, Konzentration. Nein, man misst dich. So, Tiny. Im Hold on tight. Ah, ich rutsche am Stick, ich rutsche am Stick, ich rutsche am Stick. Geh. Och, komm, Alter, das war jetzt krass. Oh, dieses Ding nervt. Klappe. Kriegst jetzt einen auf den Sack, pass mal auf, ey. Ich will dir gar nicht zu nahe kommen. Muss ich den langsam auch mal überholen, ne? Ich merk schon. Oh, das war ein bisschen zu optimistisch. Ey, ich hab dich nicht mal berührt. Alter, warum war man so schnell? Lass mich in Ruhe, lass mich einfach durch, okay? Danke. Ey, wisst ihr, wie mich dieses Ding aufregt? Ja, ist gut. Dreh mal bitte woanders am Rad. Wo ist denn das Ziel? Da werde ich dich überholen, mein Freund. Da kannst du Beyblade'n, wie du willst. Aua. Ah, Schlange hat mich gebissen. So. Nein, nicht runterfallen. Ach, du Scheiße. Pech gehabt. Let's Beyblade. Ich habe diese Münze nie gesehen. Den lasse ich in Ruhe da oben. Ah, ich habe dich überholt, aber ich war runter. Ach, Mann. Fresse, ey. Hässliches Stück. Komm schon, fahr. Mädchen, fahr. Scheiß drauf. Komm. Ja, ich rutsche wie ein Geisteskrank. Ah, geh weg, du. Du Ratte. Ding, Käfer. Ah. Oh, so Gas zu geben, Mädchen. Junge, was auch immer du bist. Nein, och. Du Drecksvieh, ehrlich. Versuch nur, die wichtigsten mitzunehmen hier. Nicht die, die mich komplett geschwindigkeitsmäßig runterhauen. Oh mein Gott! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Jawoll! Scheiße! Und über 50! Krass! Verdient, du Arsch! Du bist besser als ich dachte, Tiny! Als dein Preis! Danke, Banana!
Alter, war das übertrieben krass. Für eine Kackbanane habe ich so lange gebraucht. In der habe ich mich natürlich dumm angestellt, aber trotzdem. Stirb bitte. Danke. So, wir haben dafür echt lange gebraucht. Deswegen müssen wir irgendwie was... Na, mal gucken, ob der... Er ist mir ausgewicht. Oh, der ist ja gar nicht dumm, Alter. Krass, der hat einfach mal so einen richtig fetten Kick gekriegt. Habe ich einen Teil? Ich glaube nicht. Saubere Arbeit, komm. Eine weitere Banane für dich. Nimm das. Und süpele meine Wodka. Ich brauche immer so komplizierte Vorrichtung, damit ich dich nerven kann und deine Zeit klauen kann, damit du goldene Banane kriegst, aber vielleicht anders überlegst. Yeah, die kam dann ja doch recht schnell. Ausgang. Was für eine Ausgang ist das? Ja, wir gucken mal eben. Azteken-Dingenskirchen. 2 Atlanki nur. 4, 4, 5, 4, 4. Und dann, ja, Lanky hat sie anscheinend noch etwas zu... Okay, die hat ihr Blaupause gefunden. Hat er die Blaupause gefunden? Nur nicht abgegeben? Und der hat die nicht gefunden. Oh, Mann. Dann weiß ich ja, was ich zu tun habe. Nee, Chunky hat auch 5 dann. Was mache ich denn da? Oh, wo gehe ich denn hin? Jo, jo, alles gut, alles gut, alles gut. Chunky, Chunky, Chunky. Braucht mal ein bisschen wieder Training im Treibsand, Mann. Das verletzt ihn schon zu sehr. So macht man Geschäfte, Kong. 2 Blaupausen. Dafür gibt es 2 goldene Bananas. Hä? Hä? Zählen die Blaupausen nicht als Banane für das Level? Oh, Banana. Ich verstehe nicht ganz. Oh, Banana. Was ist hier passiert? Doki Kong. Ja, so haben wir hier Reizüberflutung an gewonnenen Bananen. Okay, was sind das für Blaupausen? Was will er eigentlich bauen, ey? Das und mehr werde ich wahrscheinlich erst gegen Ende erfahren. Jetzt muss ich doch mal gucken hier. 5 von 5. 4 von 5. 2 von 5. Ach, der hat das für in einem anderen Level wahrscheinlich noch. Okay, hier fehlen noch. Was sind das für Bananen? Was sind das für komische Kronen? Piss you. Danke. Das kann ich gebrauchen. Aber mit Chunky kann ich direkt durchschmettern, ja? Hier, wir brauchen dich, Lanky. Das sieht so aus, als wärst du so belanglos bis jetzt gewesen hier in dem Level. Und das kann ich nicht zulassen. Das heißt, es fehlt noch irgendwas. Vielleicht kann ja Lanky irgendwo raufklettern, was immer doch so abgeht. Das ist Chunkys. Ich habe hier Münzen für Chunky. Die werde ich direkt nutzen. Die werde ich direkt holen. Ein Kumpel meinte ja, ich soll direkt holen, wenn ich irgendwas sehe. Sollte ich das direkt wechseln und holen. So, Chunky. Chunky, gib mir den. Mach mir den Monkey hier. Monkey, die Chunky. Danke für das Aufladen meines Lebens. So. Zack, so, man weiß ja nie, ob man die gebrauchen kann. Kann man hier noch irgendwas machen? Wir gucken mal lieber nach. Die Sonne scheint in die Höhle hinein. Das ist kein Problem. Mit dieser Art von Fehlern kann ich leben. Nicht jeder ist perfekt. Auch nicht dieses Spiel. So, Lanky. It seems you have the power to irgendwas machen hier. Eigentlich noch ziemlich viel anscheinend, aber da ist das Lama-Ding. Ja, Mensch, ich wusste das. Eigentlich würde ich das machen. Ja, ist gut. Ach komm!
Heute bin ich nicht gerade mit Intelligenz gesegnet. Dafür musst du dran glauben. So machen Affen das. Wenn sie frustriert sind, ein bisschen... ein bisschen ein paar Alligatoren und Krokodile verprügeln. Hinten meint er, ne? Okay, das hier sieht aus wie Tiny Kong. Tiny Kong-Schalter? Sind wir dazu da, um den Lama-Tempel zu öffnen? Okay, das werden wir jetzt ausprobieren. Ich muss jetzt wieder zurück zu dem Affenbooster da, sag ich schon. Ah ja, hier, danke, danke schön. Cranky's Lab. Vielleicht kann er mir ja irgendwas. Vielleicht gibt er mir ja irgendwas, man weiß es nicht. Ich habe einen weiteren Trank angeboten, Lanky. Gehört er dir, du Flöte, was? Gib mir lieber Geld, ich brauche neues Bier. Und du trägst mein altes. Kong-Ballon. Ballonus Kongus. Da kann man durch die Gegend fliegen mit wahrscheinlich. Zeit zum Abheben, Lanky. Such eine Platte mit deinem Gesicht. Da kannst du die Lüfte aufsteigen. Ja, drückst du Z, um dich aufzupumpen. Und du brauchst sicher ein Fitnessstudio. Du kannst auch Luft ablassen, je nachdem, wie du dich fühlst. Mehr gibt's nicht. Wir sehen uns im nächsten Level. Ja, klingt sehr vielversprechend. Wir gehen nochmal. Wir gehen nochmal mit Chunky zum Beispiel rein. Tiny müsste vielleicht auch noch irgendwas können. Ich weiß es nicht. Tiny wird ja Kleini. Dir mangelt es an Talent, Chunky. Doch. 15 Bananen-Medaille, um eine tolle Überraschung zu erleben. Was schießt du doch rum? Beweg deinen Hintern. Ich muss zum Aldi, mein Freund. Aber wohl 15 Münzen geht dir gar nichts. So, Tiny, talentiert. Du müsstest eigentlich ziemlich viele Münzen haben. Boah, dir mangelt es an Talent, Mann. Piss dich. Habe ich deinem Bruder schon gesagt. Egal, ich brauch dich eh. Passt schon. Aua, ich habe Stiche in der Seite. Krass. War das richtig? Ist das das Lama-Gehege? Yes, girl. Kartoffelsalat. Wir springen hier die Treppen rauf. Das macht keine Probleme. Kann ich das von hier aktivieren? Oh. Mir ist die Feder ins Gesicht geflogen. Es tut mir leid, das war ein bisschen kitzeln. Okay, das ist gut. Jetzt gehen wir da trotzdem rein. Ja, ja, ja. Das ist fein. Upsala. Tiny, nein. Spring nicht. So, kann man da drin auch seinen Affen ändern? Das wäre ziemlich praktikabel. Ach ja, das gab's ja auch noch. Warum gehe ich raus? Nur weil ich nach oben gedrückt habe. Rein da mit dir. Bitte, danke. So. Das habe ich komplett vergessen. Ja, wisst ihr das? So, was? Ups. Ich hänge hier fest. Stirb bitte. Vielen Dank für den Energieschub. Sieht aus, als wenn der das Maul aufmacht, wenn man irgendwas macht. Der auch. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt haben wir ja alle Kongs. Jetzt können wir hier ein bisschen... Ach ja, dich kriegt man ja nicht. Piss dich. Danke. Hier, friss das. Du brauchst mal ein paar Vitamine. Dankeschön. Danke, danke. Das ist Bongo Bongo. Wieso habe ich mich mit dem angelegt? Denn ich wusste, dass ich das eh nicht... nichts hier machen kann. So. Und schon wieder hänge ich hier in der Ecke fest. Bin ich bescheuert oder was? Was ist das für ein Scrollen hier eigentlich die ganze Zeit? Ich sehe die hier schon öfter, aber irgendwie... ist noch nicht das da, was wir dafür brauchen. An Talent. Also Lanky kann hier noch... Whoopala. Ja, oder dann spielen wir ein Saxophon, das macht nichts. Alles gut, alles gut, alles gut. Vielen Dank.
Es fehlt noch irgendwie. Komme ich denn hier mit Lenky rein? Oh Gott. Dieses Geräuschlöre, ne? Da ist das Lama von Yoko Yokohama. Hier kriegt Tiny ein paar schöne Bananen. Diese Bananen sind echt, echt cool, Mann. Aber wir können da direkt rein. Verliere ich hier meine Kristallkokosnüsse? Anscheinend nicht. Oh, wow. Wie soll ich den hier besiegen? Wow. Ich weiß wie. Nimm das! Spiel ihn einfach zu Tode. Blumenattack. Hey. Wie soll ich das jetzt kriegen? Das ist blau. Das kriegt man nur mit Lanky. Ey, dafür muss ich den Affen hier ändern können. Nein! Wie kann man das denn wieder rückgängig machen? Ich dachte, man muss nur Z drücken. Nein, schon wieder habe ich das gedrückt. Ach komm, Leute! Was mache ich da? Ah ja, so. Quasi vergessen, wie das geht, aber man kann ja hier mit der 2 hin. Sehr schön. Aber erstmal müssen wir das hier schaffen. Dieser Jump'n'Run-Part hier. So ein bisschen Mario-Level. Oh, das tut ein bisschen weh. Scheißdreck, ich sterbe. Oh Mann. Hallo, dreh die Kamera bitte. Das war jetzt ein bisschen zu easy, ich weiß. Ich brauche Energie, sonst sterbe ich. Nimm das! Oh Mann, es wird immer schwieriger jetzt hier. Dann machen wir doch lieber so. Dann gehen wir doch lieber ein bisschen sicher. Das verballert ja keine Energie. So, das kriegen wir doch hin. Das war doch sensationelle Meisterleistung. So, Tiny, kriegen wir hier ein bisschen. Zack. Oh, da ist die goldene Banane. Von beiden Seiten erreichbar. Das ist so krass, wenn man jetzt auf das erste hier raufspringt. In die Richtung. Und dann, wo ist das denn? Da. Und dann gehen die einfach kaputt. Und dann muss man nochmal ganz rumlaufen. So, das wäre schon ziemlich krass. So, dann springen wir um die Wette. Und nimm die goldene Banane. Und schon haben wir die 5. Mensch. Hat ja nur lang genug gedauert. Jetzt müssen wir auch noch zurückkommen. So, da, Entschuldigung, da muss ich ein bisschen weniger reden. Ich muss konzentriert bleiben. Wie wär's das? Wie schmeckt dir das, hä? Ich werde einfach das hier nehmen und mich teleportieren. Na, was willst du machen? Na, mir hinterherkommen? Ha, du kannst dich. Ach ja, vergesse ich immer wieder. Die brauche ich definitiv. Mann, 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 das ist echt eine üble Sache hier. Ich wusste, dass hier so ein Affenfass ist. Nein, sorry, ich habe hier noch was gesehen für dich. Yeah. Super tidy. Das hast du gut gemacht. So, Lanky. Zeit für deine lanken Arme. Lass dich nicht ablenken. Du bist doch blau. Du nimmst doch die blauen Sachen, oder? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Weil die blauen Sachen wirklich nimmt. Vergehe. Verpie dich.
So, danke, mein Freund. Nimm deinen Rankenhieb. Du brauchst gar nicht versuchen, dein Erdbeben hier zu machen. Du kriegst hier ein paar Schläge in dein Unterleib. Da hilft dir keine Sonnenbrille. Das ist sehr gut gewesen. Jetzt haben wir hier eine Blaupause für ihn gefunden. Da gibt es noch andere Sachen. Huah. Nehmen wir nochmal die 1, weil wir die Nummer 1 sind. So, und blasen eine Pflaume an die Wand, um den Schalter zu betätigen. Hä, ich wollte da gar nicht raus. Da habe ich mich wohl ein bisschen verschossen in diese Nummer 1. So, da haben wir nochmal ein bisschen was aktiviert. Hier haben wir nochmal Free Heal. Freie Heilung für uns alle. Den machen wir einfach aus Prinzip tot. Was ist denn jetzt? Weil ich die getötet habe? Aha. Sehr schön. Ja, dieser Part könnte länger sein, als er sollte. Ah, affenmäßig gut drauf war das. Jawohl, sehr gut. So. Das wird, es könnte auch ein kurzes, je nach Cut, eine kurze Sequenz nur sein, dieses Spiel. Ja gut, das sieht böse aus. Oha. Affentempel sind immer böse. Warum mache ich das? Hauptsache, die haben Decay und so. Okay. Haben wir hier irgendwie sein Gesicht so zu sehen? Was müssen wir machen? Der ist der Blaue, ne? Schieß mal nochmal. So. Das war falsch. Oder er hat eine SMS gekriegt. Okay. Und jetzt? Aha. Kann ich jetzt nur mit den ganzen Charakteren... Oh, ich habe ihm den Roller gegeben. Da müssen wir jetzt testen. Mit den ganzen Charakteren muss ich jetzt die Sachen abschießen. Aber sie... Aha. Doch nicht richtig. Oder muss ich auf die Geräusche achten, meine Freunde? Das werden wir jetzt herausfinden. Das ist ein gutes Spiel, tatsächlich. Also so schön durchdacht und so. Das finde ich richtig gut. Okay. So, das erreicht das gar nicht. So, du. Spüre die Ranken-Rundum-Hieb-Attacke. So. Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Okay, der dreht sich. Der nicht. Aha, das ist so eine Art Memory hier, oder was? Jawohl, sehr schön. Dann haben wir hier den. Und dann ist der hier wahrscheinlich der zweite. Aha. Das ist interessant. Oh Mensch, das wollte ich aber nicht. Das ist bestimmt der zweite Diop. Okay. Kein Problem. Das war der. Das war der hier. Der hier oben. Krass. So. Er hat gefurzt. Ja auch. Ach Mann.
Easy. Jetzt gib mir die Treppe oder so. Ich dachte... Okay, Leute. Diesen High-Quality-Video und dieser wunderschönen High-Quality-Banane verlasse ich euch und sage, schaltet das nächste Mal wieder ein und... Warte. Und... Ciao! Huh!